Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer, zu einem neuen Part. Pokémon Mystery Dungeon, Retterteam DX. Ich bin ein wenig erkältet, aber ich bin ja keine komplette Memme, deshalb. Ja. Jetzt wird Pokémon Mystery Dungeon, Retterteam DX aufgenommen. Molliv hat sich gestern ein bisschen umgehört. Aha. Anscheinend liegt der Berg der Vorzeit wohl in dieser Riesenschlucht. Es ist nichts mehr los. Die Riesenschlucht erwartet uns. Was jetzt sofort oder wie? Worauf wartest du? Hör mal, Molliv. Ja, was ist los? Ja, da kommt auf einmal der Tatendrang. Wie? Was ist denn das für eine Frage? Ja, ich würde gerne eine kleine Pause einlegen und nach dem schwierigen Kampf gegen Zapdos, naja gut, so schwierig war er nicht, aber ich würde trotzdem gerne mal eine Pause nach dem Bosskampf einlegen und mal den Partnern vielleicht ein paar Missionen erfüllen oder so. Das ist, ja, du verstehst. Nur für andere? Das ist eine ganz schöne kühne Aussage. Wir beide sind doch Freunde, Zwergi. Ich will mein Bestes geben, eben weil ich es für dich tue, Zwergi. So sehe ich das zumindest. Aber wie auch immer, lass uns einfach alles geben. Wie sonst auch. Komm, Pilipper, vielleicht können wir ja die ein oder andere Mission. Wir kriegen ja jetzt jeden Tag was Neues im Briefkasten. Also müssen wir auch irgendwie noch. Das wäre mal eine Möglichkeit. Jetzt haben wir hier wieder für einen Stillklamm was bekommen. Also das ist schon. Ich würde gerne auch mal zu was anderem kommen. Verstehst du, Molly? Angenommen in der Aufträge, da habe ich schon zwei. Seltsamhöhle und Stillklamm. Okay, ja, dann machen wir erstmal. Intensivticket A gibt es dafür. Okay, dann machen wir erstmal eine Stillklamm. Würde ich sagen. Können wir es? Dürfen wir es? Riesenschlucht. Der Dungeon Riesenschlucht kann erkundet werden. Ja, ich mache trotzdem erstmal Stillklamm. Nee, ich würde gerne Profi damit nehmen. Geht das? Kann ich das machen? Team aufstellen. Also wenn ich heute ein wenig verschnupft liegen, wenn ich das heute ein bisschen verschnupft klingen könnte, ja, dann liegt das daran, dass ich verschnupft bin. Reden kann ich auch nicht, aber das ist nichts Neues. Das ist auch ein total gesunden Zustand so. Das ist keine Seltsamheit. Prof hat bemerkt, dass der Mitstreiter vergiftet ist. Ja, klar doch. So. Ein bisschen Geld. Schade nicht. U5 war es, glaube ich, wo wir hin müssen. Stillklamm ist jetzt, glaube ich, noch nicht die gefährlichste Ebene. Können wir durchaus mal überleben. Oder irre ich mich da? Ronny, du willst mitkommen. Aber bestimmt keinen Dungeon für ihn, also kein Camp, wo wir es mitnehmen können. Ja, komm. Wird auch so häufig passieren hier, dass ich mich vergifte. So, folge mir, Ronny, du. Intensursa. Das würde ich durchaus mal gerne mitnehmen. Das hätte ich für gar nicht mal so schlecht. Schade. Wir müssen wirklich mal zum Knuddeluff Camp Kiosk und da mal ein paar neue. Oh je, das war diese Höhle, wo wir auch schon mehrfach verkracht haben. Na, hoffen wir mal, dass wir hinkommen. Und bis zum Ende. Sehr gut, wir werden ja auch stärker. So ist es nicht. Na komm, Molly, überlebe. Halt's durch. Sehr gut.
und weiter sprinten. Durch Sprinten gibt's Heilung. Oh Mann. Noch ein Teddy Ursa. Wir sind immer noch auf U1. Ach, das war's. Ja gut. Dann müssen wir zur Not zurückkehren. Nur ist das nicht klappt. Apfel. Sehr gut. Das Geld lassen wir jetzt einfach liegen. U2. Aber ja. Und was ist jetzt passiert? Eine Falle oder was? Da ist die Treppe. Na komm, dich erledigen wir noch. U5 war die Mission. Das schaffen wir noch. Wir haben Zapdos besiegt. Jetzt schaffen wir auch noch dieses kleine Dungeon. U3. So, ja, wie gesagt, ich würde heute den Part halt mal ein bisschen Rettungsmission machen. Und Knunduf Camps kaufen wie wild. Und so weiter und so fort. Also das ist mit dem nächsten Part dann mit der Story weitermachen. Das muss auch mal sein. Ein bisschen Abwechslung zum Bosskampf und Storytechnischem. Das kann auch mal nicht schaden. Jo. Na komm, kommst du her. Zu viert geht das schon viel leichter. Mit Prof und mit dem Honigu. Haben wir noch einen Honigu als Gegner. Okay, besiegt. Sehr gut. Oh, Molly alleine. Hältst durch, Molly. Sehr gut. Kommst du hinterher? Nein. Da haben wir ihn geweckt. Verdammt. Sieht nicht gut aus. Wenn wir gleich von beiden Seiten angegriffen werden. Verdammt. Ja, Modi. Da war es um mich geschehen. Verdammt. Wieso klappt das nie? Leute, zwei von beiden Seiten. Zwei gegen drei sind unfair. Nee, nicht wirklich, aber danke für deine Fürsorge, Modi. Du bist wirklich toll. Okay. Na dann greif halt von alleine an. Okay. Sony Lu ist gleich erledigt. Na komm, Attacke. Macht's halt Modi alleine weiter ohne mich. Ein Apfel. Da ist bestimmt der Ausgang. Na komm, Molly, du schaffst das. Die Macht ist stark in dir. So, da ist die Tür. Die Treppe, die Leiter. U4. Okay, flüchte mir. Genau in die Richtung von den anderen Gegnern. Warum auch nicht? So, so ein leichtes Honigblut, das werde ich doch wohl besiegen können. Na komm, U4 sind wir schon ganz nah am Ziel. Noch ein Honigu, ja, von mir aus. Noch rote Honigus mitnehmen. Da ist auch schon die Treppe, die Leiter, die Tür. Stille Klang 5. Ach, da ist es, das Knilz. Ganz an einem anderen Ende. Der Prof sammelt Geld ein. Sehr gut. So, meine Honigus verteidigt mich. Na komm. Okay, ich kann wohl so nicht angreifen. Interessant. Das knillt. Sehr gut. Auftrag abgeschlossen. Haben wir es geschafft. Danke, komm später bitte zur PD-Post. Mordorf hält den Ritterohren hoch und mysteriöse Kraft durchdringt den Knilz. Oh nein, jetzt habe ich den Dungeon gar nicht verlassen. So ein Mist. Jetzt müssen wir den Ausgang finden, da ist er. Verlassen, genau. Und zwar ja. Mal schauen, ob wir die Honigus aufnehmen können.
Modif hat alle Aufträge im Dungeon Stillklamm erfolgreich abgeschlossen. Noch nicht im Camp vorhanden. Oh, kann sich wohl im Camp Hochnebelwald niederlassen. Honi nur zum Team hinzufügen. Na dann, Honi nur ist deinem Team beigetreten. Ach nee, nein, kein Spitzname, nicht dem Honi nur. Nee, du nicht. Nur ein Honi, du nehmen wir mit. Danke für deine Hilfe. Hier bitte deine Belohnung. Intensivticket A. Ach, das ist jetzt hier die weitere Stufe, die silberne Stufe. Sehr gut. Team Bilateral hat 60 Rettungspunkte erhalten. Sehr gut. Ja, das ist auch mal wichtig, ein paar Missionen zu erfüllen, um den Rang ein bisschen zu erhöhen. Am nächsten Morgen. Ja, auch mal wieder toll. Das ist also wirklich mal, das machen wir heute. Noch ein paar Missionen erfüllen und dann vielleicht irgendwann mal Bronzerang zu werden. Morgen, Zwergi, lass uns heute zur Riesenschlucht gehen, um Xardo zu treffen. Nein, heute nicht. Da kommt bestimmt noch eine neue Mission. Den Wunsch erfülle ich dir nicht. Außerdem haben wir noch eins auf Lager. Siehste, da kommt gleich was Neues. Zeitung mal wegstecken. Intensivticket S. Na, sehr gut. Da müssen wir das auch nochmal machen. Wahrscheinlich nicht jetzt, aber wir müssen mal hier mit zu Knurrluft gehen. Ich möchte unser ganzes Geld haben. Abheben möchte ich. All mein Geld. Treue Geschenk Apfel. Ja, das ist ja wirklich, muss mich immer wieder drüber wundern. Treue Geschenk bei der Bank. Camp erschließen. Alle. Campliste. Prachtebene. Das gönnen wir uns heute. Ich weiß noch nicht, für welche Pokémon das was bringt, aber noch nicht so viele. So, dann pass mal auf. Tanja, Camp Sucha. Wir haben was für alle da. Tada. Glückwunsch zum Camp. Guck mal, die sich dort wohlfühlen können, nun deine Mitstreiter werden. Weitere anschließend Gewitterplateau. Da gibt es einige, wie ich sehe. Dann pass mal auf. Tanana, Camps, hurra. Wir haben Platz für alle da. Tanana. Glückwunsch zum Camp, Gewittercamp. Oder wie auch, nee, ja, irgendwie anders. So, hier könnten wir Kleinstein und Skrogla. Tidiosa, ja genau. Das wollen wir. Dann passt mal auf, Camps, hurra, wir haben was für alle da. Tada! Sehr gut, erstmal das Geld verprassen. Haben wir ja noch genug. Oha, es ist noch einiges. Oh, so viel Geld haben wir gar nicht mehr. Ist aber auch nicht nötig. Duflo Kokowai, nicht schlecht. Dschungel. Was haben wir hier? Sichlor, Mogelbaum, Scherox, Kekdeon. Oh, nicht schlecht. Kekeon. Paras und Knilz, das können wir rauslassen. Weberak. Taubsi, Taubuga, Hutut. Ja, das ist unbedingt. Dann passt mal auf, Tanana, Camps hoch. Ah, wir haben Platz für alle da. Tada! Sehr gut. Zwielichtwald. Niewald. Geklärung wäre nicht schlecht. Ich will jetzt erstmal Dschungel sagen, das wäre auch nicht grundverkehrt. Dann passt mal auf, Tanana, Camps hoch, wir haben Platz für alle da. Tada! So, Dschungel freigeschaltet. Ein Wildwucherwald, das war glaube ich noch interessant. Kekleon vor allem, den wir nicht im Team haben. Da! Unser Geld ist fast alle, haben wir, kriegen ja stets neues Geld. Puh, ja, es sind noch viele Seiten voll. Savanne. Tuska haben wir noch, Panzer Eron, Hunduster.
Sukarno, Zybert Wien, genau. Brüsseler Schnepke, Mildmeer. Ganz traurig finde ich, dass man die sich nicht mehr angucken kann. Dass da wirklich gar nichts gibt, was man hier. Der Hund Luster, das würde ich Klüftplateau, das würde ich vielleicht noch. Da würde ich noch investieren. Der Hund Luster scheint das wirklich interessant zu sein. Ja, jetzt können wir einige Leute mehr mit aufnehmen. Auf jeden Fall schon mal Tuska. Nidoran, ja, ich weiß nicht, inwiefern das interessant sein könnte. Glutebene, Fukano, ja, das wäre wohl nicht verkehrt. Machen wir das auch noch. Sehr gut. So, jetzt ist das Geld fast alle. Nee, lass mal. Ist jetzt erstmal in Ordnung. Jetzt kann man bestimmt einige neue Mitstreiter mitnehmen. Neue Rekruten für das Team. Alles, was übrig geblieben ist. So, gerade mal hier bei Kangama das Nötigste ablegen. Mit R können wir mehrere auswählen. Die rumpocken. So, Knundeform lassen wir jetzt erstmal drin. So. Ja, von mir aus. So, in Ordnung. Dann brechen wir zum nächsten Abenteuer auf. Bei der Pelipperquest brauchen wir gar nicht am Brett nachzugucken. Wir haben hier noch genügend Aufträge. Seltsamhöhle haben wir erstmal abgelegt. Finsterfrost. Illusionshöhle, das können wir uns auch mal angucken. Wäre auch mal interessant. Finsterfrost. Na, mit drauf. Aufbrechen. Vielleicht finden wir hier noch einige neue Mitstreiter. Wäre auch interessant. Nehmen wir neue Teammitglieder hier. Jetzt haben wir ja einige Dungeons freigeschaltet. Den Zweig, den Schlafzweig. Weitergehen. E2, ich muss mal gerade gucken. Angenommen Aufträge, Finsterfrost E7, okay. Es dauert hier noch ein Weilchen. Mogelbaum, den können wir glaube ich jetzt aufnehmen, falls er will. Nein, nicht auf Prof. So. Und weitergehen. Finsterfrost E3. Sonnenflora, ja, das die können wir auch im Team gebrauchen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht im Kampf. Und wir wollen aber die meisten nicht mitkommen. Oder haben wir einen Bossgegner? Einen Zwischenbossgegner? Der mit der Krone. Ja, genau hier nochmal die Beschreibung. Ein Supergegner. Es befindet sich mit mindestens ein Supergegner in der Nähe. Es ist sehr mächtig, doch wenn du ihn besiegst, hinterlässt es seltene Schätze. Ja, mal schauen. Wenn wir ihm über den Weg laufen. Muss jetzt nicht unbedingt. Habe ich jetzt nicht das Bedürfnis. Levelaufstieg. Level 16. Sehr gut. Oh, warte, das ist ein gutes Item. Weitergehen. Ein großer Apfel halt. Auf der Ebene befindet sich ein kampfunfähiges Pokémon. Da würden wir dann zufällig vorbeikommen. Wir können ja mal in die Richtung gehen. So, Apfel geben. Großer Apfel, den verschwenden wir nicht. Tiniosa. Den können wir mit durchbringen. Tiniosa will mitkommen. Ja. Okay, von hier aus. Da werden wir hoch. Wachstum. Okay. Halte durch, Modi. Ich weiß, dass du das schaffst. Sehr gut. Hier ist die Treppe. E5. Auf E7 ist es. Oh, hier ist so eine nächste Treppe. Sehr gut. Wir bringen Teddy Ursa jetzt durch. Das würde ich wirklich gerne im Team haben, das Teddy Ursa. Das ist wirklich kein schlechtes Mitglied. Das würde ich gerne dabei haben.
Finsterfrost, E6. Kampf gegen unfähiges Pokémon. Das ist doch ein Hoff, da haben wir schon welche. Ein Pfirsichbeere, ja, das kann ich schauen. Gegen Vergiftung, ganz gut. Na komm. Und geh von der Tür weg. Leiter, Treppe. Ja. Ohne zu helfen weitergehen. Ja, genau. E7 erwartet uns eine Mission. Das Tickzacks. Direkt neben der Leiter sind wir. Oh Mann. Ist ja wirklich schade. Ah, müssen wir drum rumlaufen. Schlimm. Aber wir kommen gleich zurück. Ein großer Raum. Geld. So, hier, na komm. Leider hast du das Item nicht dabei. Was willst du tun? Es bin um Platz zu machen. Das ist ja der Wahnsinn. Arena-Beere, da haben wir sie. Steckt. Ja. Direkt hinter seinem Rücken. Konnte er ihn nicht finden. Das war zu weit entfernt von ihm. Für sowas holt man uns hierher. Zum Auftrag. Vielen Dank. Deswegen hält den Retterohren hoch. Eine mysteriöse Kraft durchdringt Zickzacks. Zickzacks hat den Dungeon verlassen. Nein. Es muss zur Tür zurück. Ich will hier die Ursache durchbringen. Na komm, verlassen. Ja, ich bin sicher. Sehr gut. Zwinky hat alle Aufträge im Dungeon Finsterfrost erledigt. Tidiosa scheint deinem Team beitreten zu wollen. Wow, das Pokémon verfügt auch noch über das Talent Nachwirkung Plus. Tidiosa kann sich wohl im Camp Tiefgrünberg niederlassen. Willst du Tidiosa dein Team hinzufügen? Ja, sehr gerne. Spitznamen. Joa. Der letzte übrig gebliebene Name im 4-5 Discord. Jo. Können wir erstmal nicht mit ins Team nehmen. Wir haben erstmal Prof an der Seite. Leider können wir nur 3 Mitglieder haben. Na gut. 50 Rettungspunkte. Jo. Road to Bronze Rank. Ich denke, das reicht für heute. Lasst uns Feierabend machen. Bis morgen dann. Am nächsten Morgen. Jo. Morgen, Zeggy. Lass uns heute zur Riesenschlucht gehen, um Zato zu treffen. Ja. Die Mission, die jetzt zwischendurch kommen, müssen wir vielleicht erstmal wegschmeißen oder erstmal vernachlässigen. Ah, ja, diese Zeitung, die können wir jetzt erstmal umfragen. Die 2 besten Items. Erster Platz Georg und zweiter Platz Sinnebeere. Ja. So, die seltsamen Hürde, die lehne ich jetzt ab. Ja. Talisman finden, eine Pyrrhusbeere gibt es dafür. Muss trotzdem erstmal ablehnen. Tut mir leid. So, dann können wir am nächsten Part mal in die nächste Mission zu dem Dingens. Zu deinem Dungeon gehen, wo du hin willst, Modi. Jetzt haben wir hier die ganzen Plateaus. Kraftwerk, der tankt sich Takiro auf. Wild eben, das ist vom Prof. Oh, okay. Ja, hübsch. Schade, dass wir da nicht mehr durchlaufen können. Sehr traurig. Hoch eben im Wald. Honinu. Wo hält sich Tedibusa auf? Hier. Ja. Sehr schön. Na dann, ich habe jetzt wirklich nicht im Kopf,
wie lange wir hier schon aufnehmen. Ja, dann kann ich den Part schon beenden. Ich stürze mich einfach nochmal ins Intensivtraining. Da haben wir doch jetzt dieses Ticket bekommen. Intensivtraining. Ein S-Ticket haben wir sogar. Wenn nicht, mache ich es noch offscreen weiter. Also, ich sage jetzt hier schon mal Tschüss. Und damit nach oben soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht es im nächsten Part. Ja, Glocke aktivieren. Und ja, ich starte jetzt mal in das Intensivticket A-Training. Und danach in das Intensivticket S-Training. Schauen wir mal, wie viel wir noch mit reinkriegen. Ansonsten kommt das nicht mehr in den Part mit rein. Hauen wir rein. Intensivtraining für. Ja, warum meine ich wen anders? Einmal den Modi trainieren. Jo. Dann nichts los. Starten wir gleich mit dem Intensivtraining. Alles klar, das Training beginnt. Okay, Radwatz. Ohne begrenzte Zeit. Na komm. Molly hat irgendwie neuerdings eine Attacke, die nicht sehr effektiv ist. So, das ist schon etwas schwerer als die normalen. Deshalb kriegen wir auch ein bisschen heftigere Gegner vorgesetzt. Das gibt Erfahrungspunkte. So, na komm. Wir lassen uns nicht besiegen. Sehr gut. Wir können ja wieder aufstehen. Das behindert uns trotzdem im Kampf. Na komm. Ich krieg noch 10 Sekunden. Sehr gut. Sag das so. Verdammt. Ende. Ein paar Erfahrungspunkte hat es trotzdem gebracht. Levelaufstieg. Level 17. Wow. Gleich 2 Level. Weiter trainieren. Intensivticket S. Für Zwergi. Der Prof braucht es nicht. Zwergi. Na dann. Dann nichts hinaus. Starten wir gleich mit dem Intensivtraining. Ganz extrem viele AP. Oha. Jetzt sind die Gegner nicht mehr so leicht. Na komm, sind schon schwere Gegner. Dafür bringen sie umso mehr EP. Oh, jetzt rennen sie sich ja alle hinten an. Die ganze Schlange zu besiegen. Na komm, Attacker. Einen nach dem nächsten. Ihr werdet alle gegrillt. Na komm, Erfahrungspunkte für Zwergi. Na, wo wollt ihr denn hin? So, zack, ich erledige euch alle. Sehr gut. Ich läuft der Spitze. Erfahrungspunkte. Ich komme. Sehr gut. Und dahinter geht gleich noch ein bisschen was ab. Hervorragend, das lief doch spitze. Levelaufstieg. Level 19, oha. Super. So muss das sein, Grimasse. Vergiss es. Nicht erlernt. Großartig. Damit wäre das Training geschafft. Du kannst echt stolz auf dich sein. Jo, okay, dann haben wir das auch mal abgearbeitet. Na denn, im nächsten Part dann weiter. Beende ich den Part hier an dieser Stelle. Jo, bis dahin. Ciao, ciao. Anscheinend liegt der Berg der Vorzeit in der Riesenschlucht. Es ist nichts hinaus. Die Riesenschlucht erwartet uns.